Wenn man so drüber nachdenkt, sind Türen eine echt tolle Sache. Sie können nicht nur Durchgänge verschließen, sondern wie sowohl die Sesamstraße als auch das Internet bewiesen hat, geben sie tolle Musikinstrumente ab. Und wie das Intro bewiesen hat, bin ich keiner der Menschen, die mit Türen Musik machen sollten. Aber wie sieht es mit Türen in Siedler aus? Alle Türme im Spiel haben eine Tür, an der bis zu zwei angreifende Schwertkämpfer einen Verteidiger angreifen können. Türen scheinen 50 Gesundheitspunkte zu besitzen, da ein Level 1 Schwertkämpfer sie nach 5 Schlägen durchbrochen hat. Dies ist unabhängig davon, ob es sich um einen kleinen Turm, großen Turm oder eine Burg handelt und auch unabhängig vom Volk. Ich beende den Unterricht! Aber ich muss meinen Bus kriegen. Türen sind soweit nicht weiter kompliziert, aber die Trojaner haben Zugang zum Zaubertor der Angst, welcher laut Beschreibung die Türen in einem bestimmten Umkreis unzerstörbar macht. Und das würde auch in ihr Profil passen, da die Trojaner gelegentlich als defensives Volk beschrieben werden. Eine Anwendung kann bis zu 4 Türme betreffen und hält 8 Sekunden. Die Dauer kann aber nicht durch eine erneute Anwendung aufgefrischt werden, ihr müsst also warten, bis der Zauber abgelaufen ist, damit eine zweite Anwendung nicht wirkungslos verpufft. Außerdem kann der Zauber nicht auf verbündete Türme angewendet werden, auch wenn der verbündete Spieler ebenfalls als Trojaner spielt, und der Zauber wirkt nicht bei Türmen, deren Tür bereits durchbrochen wurde. Über die Magic Config lassen sich die Kosten, der Wirkradius, die maximale Anzahl der Ziele und die Dauer anpassen. Wenn wir den Radius erhöhen, wird aber deutlich, dass die Zielauswahl nicht besonders intuitiv ist, wenn mehr potenzielle Ziele vorhanden sind, als vom Zauber abgedeckt werden können. Aber wie sieht es mit einer Kampfsituation aus? Könnte er dazu genutzt werden, ein paar weitere Kills rauszuschlagen, während die gebufften Türen alle Angriffe tanken? Hier musste ich leider feststellen, dass der Zauber nicht so arbeitet wie beschrieben. Die feindlichen Soldaten mieden nämlich die betroffenen Türen und suchten nach der nächsten, die nicht betroffen war. Das ist eigentlich nicht das, was man erreichen möchte. Dieses Verhalten hat auch nichts damit zu tun, dass man der KI beigebracht hätte, solche Türme zu vermeiden, auch unsere eigenen Soldaten verhalten sich so. Mit Spam-Klicks kann man sie zwar dazu bringen, die Tür trotzdem anzugreifen, aber auch dann erweist sie sich als wirklich undurchdringlich. Ein weiterer Test ergab auch, dass der Zauber keine Wirkung auf Axtkämpfer hat. Noch dazu ist dieser Zauber zusammen mit seinem Gegenstück bei den Mayas, dem Teleportzauber, der teuerste Defensivzauber im Spiel, mit einem Preis von 20 bis 80 Mana pro Anwendung. Das bedeutet, dass ihr mindestens 210 Mana raushauen müsst, um diesen Zauber eine Minute lang aufrechtzuerhalten, und im Endgame steigt diese Zahl auf 640. Währenddessen ist der Frostzauber der Wikinger ganze 40% günstiger und kann den gewünschten Effekt deutlich besser erreichen. Ich denke, auch ohne die anderen Defensivzauber genauer analysiert zu haben, kann ich sagen, dass die Trojaner den mit Abstand nutzlosesten bekommen haben. Was mich zu der Frage führt, gäbe es die Möglichkeiten für einen Buff. Wenn der Zauber so funktionieren würde wie beschrieben, würde ich die Mana-Kosten auf etwa 8 reduzieren. Auf diese Weise könnte ein Micromanager der Spieler eine Gruppe von Türmen zu einem angemessenen Preis unverwüstbar machen, gleichzeitig gäbe es aber auch mögliches Counterplay vom anderen Spieler, da der Priester in der Nähe sein muss und damit verwundbar wäre. Außerdem wäre der Zauber nur von sehr begrenztem Nutzen gegen einen Wikinger-Spieler, da der Zauber wie bereits erwähnt keine Wirkung auf Axtkämpfer hat. Aber da der Zauber nicht so funktioniert, müsste man anders herangehen. Ich denke, ich würde die Obergrenze für die maximale Anzahl an Zielen effektiv aufheben. Wenn sich ein Turm im Radius befindet, sollte er auch betroffen sein. Außerdem würde ich die Wirkdauer auf mindestens 30 Sekunden anheben. Dieser Zauber soll Zeit schinden und so könnte er genau das. Counterplay wäre dann, den Priester zu eliminieren und oder sich zurückzuziehen, bis der Zauber abklingt und der gegnerische Spieler den Zauber nicht mehr wirken kann oder will. Oder eben Axtkämpfer. Nur der Wirkradius wäre eine offene Frage und ich wäre wirklich versucht, mit diesen Änderungen etwas zu spielen, wenn ich für meine Videos nicht ein weitgehend ungemoddetes Spiel bräuchte. Andererseits verwende ich den Zauber in seinem jetzigen Zustand sowieso nicht, potenziell würde die KI also mehr davon profitieren als ich. Aber ihr könnt mir ja mal sagen, welche Version ihr bevorzugen würdet. No, 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 no.